Hallo, wir testen heute in mein Taunuszentrum ein Restaurant. Wie heißt das nochmal? Kao. Kao? Ich kann es nicht aussprechen. C-A-O. Ah, C-A-O, genau. Wir testen das heute. Und damit wir auch gut essen können, bewegen wir uns. Wir laufen dahin. So, nach ein paar Kilometer laufen. Nein, übertrieben. Sind wir da? 2,4 Kilometer. 2,4 Kilometer, na, kannst du doch sehen lassen. Laufen wir auch wieder zurück. So, nach ausgiebigem Shoppen hier im Zentrum gehen wir jetzt hier was spachteln. Hier wird immer wieder was rein. Na, kannst du doch bisher sehen lassen. Aber da geht noch was, wir laufen ja auch noch nach Hause. So, jetzt müssen wir erst mal warten, denn es ist ziemlich voll hier. So, wir sitzen jetzt draußen, drin war gar nichts mehr frei. Aber das macht nichts, es ist ja immer noch ganz nett. Jetzt gibt es erstmal Kokossuppe. Guten Abo. Danke, Tiet. Sehr lecker, super frisch, gut gewürzt. Also von 10 würde ich 10 Punkte geben, absolut. Sehr, sehr lecker. Findest du auch? Ja. Hauptgericht Gemüse mit gebratenem Tofu. Danke. Reis. Was hast du? Das ist Erdnuss-Kokoshähnchen. Erdnuss-Kokoshähnchen, sehr lecker. Den hat schon sau lecker. Ja. Der wird sich nicht ändern. Süßkartoffeln. Und wenn es sich noch so an. Achso, ganz, ganz, ganz toll. Wir haben alles aufgegessen. Morgen gibt es schönes Wetter. Jawohl. Sehr, sehr lecker. Also, Koa können wir euch sowas von empfehlen. Der Asian Food Markt und das sehr frisch. Sehr lecker. So, wir laufen nach Hause. Zeit läuft. Mal gucken, wie viele Schritte wir heute da zusammen haben. Teil von der Skyline in Frankfurt erkennt man aber jetzt nicht so super gut. Doch jetzt besser. So, ab geht's. Jetzt wird weitergelaufen. Puh, daheim. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 20.000 Schritte und ein paar zerquetschte. Das bleibt immer nicht so lange an. Stell mal scharf. Kann man kaum erkennen. Aber so ein bisschen erahnen. Okay, ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.